Claudia Obert und ihr Freund Max Suhr trennen 36 Jahre Alterunterschied. Was sagt eigentlich seine Mutter zu der ungewöhnlichen Beziehung? Claudia Obert und Max Suhr sorgen gerade im Sommerhaus der Stars für jede Menge Wirbel. Die Unternehmerin und ihr 36 Jahre jüngerer Lover können die Finger nicht voneinander lassen. Ein Küsschen hier, ein bisschen Trockensex da. Doch viele Zuschauer kaufen den beiden ihre Liebesshow nicht ab. Im Netz häufen sich Kommentare wie: Das ist ein Paar, sehen aus wie Mutter und Sohn und safe eine Fake-Beziehung. Jetzt meldet sich seine echte Mutter zu Wort. Susanne Suhr bricht ihr Schweigen. Max Mama hat mit der Freundin ihres Sohnes überhaupt kein Problem. Für mich war es total okay, weil ich bin weltoffen. Ich habe einfach gesagt, er soll glücklich sein, erklärt Susanne Suhr im Interview mit Sender RTL. Dabei ist sie laut eigener Aussage sogar ein paar Jährchen jünger als ihre Schwiegertochter in spe. Als Max seiner Mutter das erste Mal von Claudia erzählte, habe ich irgendwann gesagt, bring sie doch mal mit, sie waren dann ja auch schon länger zusammen. Beim gemeinsamen Kaffee und Kuchen lernten sich die beiden Frauen besser kennen. Die Chemie stimmte sofort. Claudia machte ihr sogar gleich ein Jobangebot in ihrem Klamottenladen in Hamburg. Von Fake-Beziehung kann also nicht die Rede sein. Susanne findet, dass ihr Max und Claudia ein echtes Traumpaar sind. Sie ergänzen sich, schwärmt die glücklich Verheiratete. Man muss doch zusammen lachen und Spaß haben. Wenn man zusammen ist und sich anödet, dann sollte man's doch lieber lassen. Wahre Worte, von dieser toleranten Mama können sich einige eine Scheibe abschneiden.